Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Tier 10 zusammen mit eurem Rio. Ich bin heute alleine, weil der Grimmi gerade nicht da ist und ich ein bisschen was aufnehmen muss. So im Voraus quasi, dass ich euch ein verlängertes Wochenende mit ein bisschen Videos versorgen kann. Denn wie schon angekündigt, reise ich nach England, nach Bovington zum Tankfest und werde da hoffentlich dann auch schöne Videos für euch aufnehmen können. Und Bilder und alles und total viel richtiges fettes Stuff. Ich denke mal, ich werde da gerade bei den Bildern noch irgendwie so ein Album dann machen, wo ihr euch die dann angucken könnt. Das wird es dann auf Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, überall. Naja, wie auch immer. Ja, wir sind im Panther 2 immer noch unterwegs. Ich habe knappe 68.000, glaube ich, Erfahrungspunkte. Ist ein bisschen schleppend die letzten Tage gewesen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und ja, Panther 2 immer noch nicht so das schönste Gefährt, was ich in der Garage zu stehen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hey, was soll's, denke ich mir da so. Ich werde mal auf dem Hügel fahren und gucken, was wir da so reißen können. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich da nicht allzu alleine stehen werde am Ende. Ja, auf jeden Fall bin ich die letzten Tage nicht wirklich zum Aufnehmen gekommen. Ich habe mal wieder so eine Phase, wo ich echt wenig Zeit für YouTube finde. Und allgemein auch fürs Spielen. Bis auf die Kampagne, also das ist halt so ein Ding, ne? Das war ja noch so ein Punkt, was dazu kam. Ich kann die Kampagne, da kann ich schlecht aufnehmen. Ich habe die Kampagne aktiv gespielt, jeden Abend so 1 bis 2 Stunden. Und das ist eigentlich immer so die Zeit, die ich dann auch fürs Aufnehmen brauche oder mir nehme. Und die sind dann eben für die Kampagne flöten gegangen. Das heißt, abends war ich dann am Kampagne spielen, bin dann schlafen gegangen, nachdem die Kampagne vorbei war. Und dann war da keine Zeit mehr fürs Recorden, fürs Aufnehmen. So, und ja, dann waren noch Geburtstage und ein paar andere private Geschichten und Dinge. Und dann kommt jetzt Bovington, da habe ich auch keine Zeit. Es ist halt leider manchmal so, kann man nicht anders sagen. Aber ja. Ich hoffe, oder ich denke, das wird dann bald ja natürlich wieder besser. Treffer, Treffer, Treffer. Hihihihihi. Noch ein Treffer, noch ein Treffer, noch ein Treffer. Na, kommst du nochmal vor? Ha, Leute, die sind schon am Durchkippen. Aber wir sind hier irgendwie tatsächlich ziemlich alleine. Bedeutet für mich, ich werde hier gar nicht großartig drüber nachdenken und wegfahren. Ich werde wahrscheinlich noch dem Kollegen ein bisschen Hilfe hier belassen. IS-3 kommt da rum. Gepusht. Kommt doch nicht so wirklich gepusht. Ah, jetzt fahre ich am besten mal weg. Jetzt fahren wir am besten mal weg. Ein Centurion, dem kann ich leider nicht mal allzu viel helfen. Ich fahre mal. Ja, ich werde mich mal hinter dem WZ oder so da noch mitstellen. Da kommen sie jetzt runter. Oh, hi. Da kommt ein IS-3. Was ist man da? Ein STI. Keine Ahnung, wo der T-44 hin ist. Ah, nur ein Crit. Leider nur ein Crit. Na, was ist los? Kannst da schon ein bisschen drücken, E-75. Warum macht der denn nichts?
Kollege. Er bleibt einfach stehen. Warum macht er denn nichts? Oh, was für ein Trottel. Das ist auch schon wieder, weißt du? Das ist ein gelber Spieler. Also erklärt mir doch nicht, dass sie irgendwie Ahnung hätten, was man tun soll. Warum er nicht da so ein bisschen sidescrapt? Das vercheck ich nicht. Ja, ich glaube, ich sollte mir vielleicht mal. Wobei, ich schieße nochmal normal drauf. Das hat auch funktioniert. Aber bitte nicht in den Schuss fahren. So, dann fütter ich mich jetzt ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Versteck mich so hinterm E75. Läuft alles. Ah, ich sollte vielleicht wieder auf normale Mumpeln laden. Ah, schon vorbei. Da waren das die letzten 2, 3 APCR waren da jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber naja, so habe ich zumindest einen einigermaßen spaßigen Sieg des Tages gemacht. 2200 Schaden knapp. Ist okay, kann man mit leben. Gehen wir mal in die nächste Runde. Ja, ich bin ja echt am Überlegen, ob oder ob nicht. E50, Freierfahrung, ich weiß nicht. Ich bräuchte knappe, ich weiß es gerade nicht, 4000 Gold, glaube ich, um den zu überspringen. Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ich glaube, so ungefähr wäre das in dem Rahmen oder in der Größenordnung. Dann bräuchte ich aber nochmal eine ganze Menge mehr, um den E50 von Stock auf voll ausgebaut zu bringen. Ich habe ja so ein kleines Prinzip. Viele Panzer, die fahre ich einfach nicht mehr Stock. So, dann spare ich mir da lieber irgendwie ein bisschen Gold zusammen oder sowas oder Freierfahrung und forsche die aus. Ja, weil das mir einfach den Spaß raubt, wenn ich einen Panzer Stock fahre, der absolut grottenhaft, grauenhaft schlecht ist im Stockzustand. Da macht es mir dann einfach keinen Spaß und das ist dann eine Entscheidung, die ich für mich selber getroffen habe, dass ich den Spaß in dem Spiel hier behalte. Ansonsten, ja, würde ich den nämlich eventuell irgendwann verlieren. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Ich fahre irgendwie alleine hier hoch, das ist mega uncool. Das ist wirklich extrem uncool. Der Charioteer fährt da noch mit, aber das ist auch keine große Hilfe. Also ich werde mich da nicht allzu weit vorstellen. Ich glaube, ich gehe mal da oben rauf. Oh, Entschuldigung, dass ich gegähnt habe. Ich bin heute ein bisschen müde irgendwie. Ich glaube, ich stelle mich mal erstmal hier oben rauf, schau mal, wie das Spiel sich entwickelt und dann können wir immer noch entscheiden und adaptieren. Die Spielweise quasi uns überlegen. Ich werde mir immer noch überlegen, wie ich mich dann am besten positioniere. Auch eine Möglichkeit wäre gewesen, da unten lang zu fahren, wo der sture Emil gerade entlang tuckert. Finde ich sogar prinzipiell gar nicht so schlecht. So, schauen wir mal, ob da hinten was aufgeht. Vielleicht ist der Emil so ein Stonk. Wir haben dummerweise irgendwie. Wir haben auch keinen Spotter. Das ist total doof. Ein Match ohne Scouts ist mittlerweile echt. Ich meine, ich finde die Scouts hier OP, aber mittlerweile ist das echt scheiße, wenn man keinen Scout im Team hat. Aber da fährt irgendwie auch nichts lang. Da fahren sie alle hinten rum. Alle fahren so unten lang irgendwie. Ja, ich werde mal ich droppen lassen. So. Ist nicht weiter tragisch, aber wir schauen mal, ob ich hier irgendwie noch ein Stück weiter vorkomme. Ach, da erinnern wir schon mal ein paar TDs. Und irgendwas anderes steht da. Ah, ist leider wieder zu. Da guckt mal einer an. Ein T-44. Der bleibt sogar schön stehen. Na, im richtigen Moment weggezogen. Da ist auch was. Ein VKA. Irgendwie ist da aber sonst insgesamt echt heftig wenig. Und noch ein T34. Ja, ist eigentlich eine blöde Idee, da jetzt hinten ranzufahren, weil wenn die gescheit sind, dann rommeln sie mich einfach da weg.
Oh, eine A44. Ja, und jetzt trifft nicht mal. Ist natürlich voll blöde, wo ich hier stand, wegen Arti und so. Da ist der T-44. Ah, jetzt rummeln die dabei darüber. Ja, vielleicht sollte ich den A44 versuchen wegzumachen. Und dann versuchen, an die anderen beiden hinten ranzufahren. Ich fahre jetzt einfach mal auf den drauf. Habe ich zwar noch die Arti im Rücken. Aber das ist dann an der Stelle nicht das größte Problem. Ah, okay. Okay. Komm schon hoch. Ah, fahr halt runter. Wow. Super. Ja, das war klar. Genau das meine ich nämlich. Die Arti ist da das größte Problem. Eigentlich müsste ich noch einen Schuss frei haben. Ah, jetzt wird es ein bisschen haarig. Weil ich nämlich alleine bin. Und er hat Gun Depression of Doom. Naja, klar. Snapshot. Ah, naja, man kann nicht zwei gute Runden hintereinander haben in der Kiste. Das ist irgendwie technisch nicht möglich. Team hat leider auch nichts gerissen. Überhaupt nichts. Ja, ist leider so. Naja, gut. Das war's aber auf jeden Fall erstmal von dieser Folge. Road to Tier 10. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Panther 2. Ich sag's, glaube ich, in fast jeder Folge. Ist irgendwie so ein Ding für sich. Ich werde in diesem Leben nicht mehr mit ihm warm. Obwohl ich gar nicht so eine scheiß Statistik mit dem habe aktuell. Also für meine Verhältnisse. Das war jetzt eine 1,8er und eine 2,9er Runde. Ja. Ist aber irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, man braucht ein Feeling für so eine Typenpanzer. Ich bin mit dem Centurion ja auch nicht so viel besser, aber der macht mir irgendwie mehr Spaß. Wahrscheinlich wegen der Gun Depression. Und weil er ein bisschen flinker im Anzug ist. Okay, das war's auf jeden Fall erstmal. Ich wünsche euch was und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, euer Rio. Ciao.